Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warframe mit dem lieben Onkel. Ja, hallöchen. Uns ist gerade so nebenbei aufgefallen, das Schiff, was ihr hier gerade seht, aus dem Fenster, das ist Onkels Schiff. Das anscheinend, wenn man in der Gruppe ist, dann spawnt das Schiff von dem in der Gruppe da seinen Typen da, genau neben eurem. Genau. Gut. Wir haben ja letzte Woche das Lager ausgeräumt und das, was wir beide aber nicht so mitbekommen haben, wo wir da auf dem Schiff waren, kam eine kleine Story so nebenbei und da haben wir irgendein Teil war an unserem Charakter dran geklebt. Da haben wir an der Schmiede unten was hergestellt, um das von uns abzumachen. Und wenn ich mich nicht täusche, haben die gesagt, irgendwas mit dem Navi-Segment. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt auch als nächstes. Ja, da ist irgendwie eine Bombe versteckt oder irgendwas. Genau, irgendwie sowas. Aber guck mal, alles, was wir gemacht haben, ist kein blauer Punkt mehr. Ich denke mir mal, die ersten zwei müssen wir auch noch mal irgendwie mal machen. Mal so nebenbei. Die können wir gern noch mal nebenbei machen. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir die während der Aufnahme machen oder neben der Aufnahme. Ja, das kann man ja mal so. Weil ich glaube, E-Prime war, glaube ich, das war diese ganz Anfangsmission. Lass mal gucken. Okay, also erlange genau das Navi-Segment. Genau. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, deine Einladung weggedrückt. Dann nehme ich halt deine. Ah ja, okay, ne? Nimmst du meine an. Alles klar. Gut. Ja, machen wir das so. Ja, schön. Ja, alles gibt Problem, du. Ja. Start. So, unsere kleinen Raumschiffe fliegen hier wieder da im Ladescreen rum. Der Hardscope braucht mal wieder länger als ich. Ja. Ja, die 100.000er machst du doch nicht so. Was? Die 100.000er Leitung auf meinen Kaff taucht es doch nicht so. Ich habe aber auch eine 100.000er auf meinem Kaff. So, ein schönes Räumchen-Schiffchen. Ja, wenn ich mir vorstelle, was ich an dem Spiel getan habe, ich habe das ja früher, wo es rauskam, angezockt. Und was ich an dem Spiel getan hat, Wahnsinn. Wir sind eigentlich. Ich finde es jetzt auch mit den. Oh, Loot. Ich finde es jetzt auch mit den neuen Sternsystemen eigentlich richtig cool gemacht. Vorher war das ja einfach bloß so eine Platte, in Anführungszeichen, wo du so drüber schauen konntest. Und jetzt finde ich, das haben sie richtig schön aufgebaut. Ja, finde ich auch. Kann man so ein bisschen, Sprengstoff. Kann man so ein bisschen jetzt durch. Ich blicke mal ein bisschen mehr durch, muss man sagen. Genau, das stimmt. Auch wenn es für den ersten Moment erstmal so. Hä? Ja, ich war am Anfang, wo ich da drauf geschaut habe, dachte ich mir so. Hä? Alter, hör doch mal auf, jetzt zu sprechen hier. Na, wenigstens komm ich. Wie kannst du da schon vorlaufen? Ich sehe gar nichts mit dem Typ. Hä? Das siehst du nicht, okay. Den Typ labern? Ja, doch. Ich hab den doch gerade zugehört. Ja, aber. So, was haben wir hier oben noch? Onkel wird bestimmt schon wieder alles weggeholt haben. Ja, sehe ich doch. Alle Kisten schon wieder offen. Überhaupt nicht. Da stehen ja zwei Stück. Geht's nicht mehr, glaube ich. Haha. Hast du den jetzt? Nee. Du hast den geöffnet, aber ich habe alles ganze Loot bekommen. Ich weiß halt, wie es funktioniert, mein Freund. Ja. Ist denn da unten eigentlich noch was? Du bist gerade über den drüber gesprungen. Da unten bin ich entlang gelaufen. Da glaube ich, habe ich schon alles aufgemacht. Ja, oder liegen noch Sachen. Hier ist noch was. Liegen noch Sachen für mich rum. Gott, da steht schon wieder so einer. Oh, diesmal ist es meins. Nö. Da kam wieder was für mich rausgefallen. Beziehungsweise das, was ich gebrauchen kann. Zack. Stufe aufgestiegen. Alter! Dir los. Bist du halt richtig gierig? Nein. Ich geh auf. Ich will auch was haben. Ui, was ist denn das da?
Das rote hier, kannst du das holen? Nee. Nee, das rote ist, glaube ich, maximales Leben. Okay, hier geht's dann weiter. Ja, heute holt er mir mal die ganzen Feinde weg. Haha, du Drecksack! Obacht, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Hinter dir! Alter! Flutsch, 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 Finger! Jetzt. Okay. Was haben wir hier unten noch? Ja, okay, da ist der Onkel wieder, dann gehen wir mal hier hinter. Killt schon wieder hier, der Sack. Boah, Alter, heute bin ich kein guter Schütze. Ah, da oben sind noch Kisten und Spinde. Gut, der Spinde doch. Spinde doch. Okay. Oh, wenigstens wieder die alten Feinde. Hier haben wir wenigstens ein bisschen. Ja, die Chance. Sind wenigstens nicht so stark. Bei One-Shot-Kills machen schon Spaß. Wo sind wir denn hin jetzt überhaupt? Wir sind falsch. Nee, hier dann. Nicht, dahinter. Die Tür ist nicht umsonst rot. Ja, vielleicht. Ich bin der klugscheißer Onkel. Ja, wenn ich hier in die Ecke reinlaufe, ist natürlich keiner drin. Nee. Oh, hier kannst du aber auch looten. Leck mich die Arsch. Leck mich die Sack. Leck mich die Arsch. Geh weiter, ja. Juh. Du bist jetzt die Stelle natürlich gelaufen, wo es weitergeht, ne? Ja, aber ich kann gerne auf dich warten, wenn du noch ein bisschen was machen willst. Ich guck hier nochmal kurz. Na komm, da doch. Ja, das in der Mitte hat er Kiste, gesehen. Kiste, 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 Kiste. Meine. Keine Angst, da oben habe ich auch schon alles aufgemacht. Ich warte nur auf dich. Du warst ja schon weit. Oh. Du bist ein Kunde, ey. Warum machst du die nicht auf? Oh, oh. Mal sehen. Da hat man einmal seine Augen nicht auf. Mein Onkel hat schon wieder gleich alles. Nein! Du hast auch alles dir geschnappt. Der richtige Kistenkrieg zwischen uns. Kisten- und Spindkrieg. Oh, mach das mal. Ich will mal ein Lied. Ja, ja, mach das. Okay. Oh. Komm her, komm. Nein! Schon tot. Oh, jetzt muss ich wieder Space drücken. Alter. Oh. Richtig ungewohnt gerade. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. So, wo geht's denn weiter? Hier. Durch die Luke? Luke Skywalker. 2 Meter 1. Bei mir? Nee, doch. Was denn? Hey, da oben ist das Zeichen, aber da oben geht's nicht weiter. Hier.
Hier ist bei mir das Zeichen, aber hier geht's nicht weiter. Geht sofort los. Lass mal looten. Ah doch, ja, hier. Ah ja, okay, gut. Passt schon, wir müssen die Luke dann öffnen. Nee, Segment. Oh, ist doch keine Luke. Ups. Jo, mei, was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Segment einsammeln? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Na dann. Also manchmal hast du übelst zu tun. Manchmal hast du wieder solche ganz ruhigen Levels. Ja. Ach, hier. Oh, das hat nicht gewirkt. Nee. Aua. Das hätte ich dir dann schon mitgeteilt. Mich alle getötet hätte. Alter. Ja, hat aber gewirkt. Außer bei denen da. Da wirkt nur das. Was haben wir hier noch? Kiste? Ja, ach, da sind noch zwei Kisten. Du magst das, ne? Zwei Kisten. Spind, noch ein Spind. Da, Onkel kriegt den Rest. Okay, danke für die Kiste. Oh! Oh. Au! So. Eieiei. Ich gucke mal dahinter. Ich komm noch mal hoch. Ich wollte den eigentlich gerade nur töten. Nur Epic töten. Kill. So, ich laufe mal da hoch. Was da oben noch ist. Da oben ist ein Raum. Da ist, unten Spind. Mehr ist da nicht mehr. Auf der anderen Seite liegen auch ein bisschen Sachen rum noch. Ah, ich geh mal hinter kurz. Vielleicht hier irgendwas Sinnvolles. Hätte mich gewundert, wenn alles leer gewesen wäre. Oh, das ging eigentlich relativ schnell. Ja, und einfach. So, mein Feuerbogen ist Level 11 schon. 10. Meine. Mein Skana. Ach, Onkel. Ja. Warum habe ich denn 70% Schaden gemacht und nur 30? Weil du rumgerannt bist wie ein Auron und hast alle getötet. Stimmt gar nicht. Du. Nein. Du bist ein Killer, Killer, Killer. So, habe ich jetzt hier mal irgendwas gesammelt, was... was Sinn haben könnte? Nee. Ein Navigationsupgrade? So, 4 Meter hier. Sag mal schon. Kann man denn jetzt. Oh, wir haben eine Merkurve freigeschalten. Du kannst jetzt dein Navigationsupgrade an deiner Sternenkarte aktivieren. Okay. Und jetzt? Merkur, habe ich das richtig gesehen? Die Erde? Merkur, irgendwas, glaube ich, war mit Merkur gestanden. Erde. Okay, ja, anscheinend doch nicht. Cool. Hast du richtig cool gelesen? Warte mal, was... Okay, was ich wollte mal gucken jetzt? Wegen Upgrades. Jetzt hier dann noch Eurosia, Liv. Stell dich Captain vor. Pacific. Da oben haben wir noch Marus Wasser. Das ist ein scheiß Upgrade. Okay. Upgrade für was? Mit den Karten. Ich vergesse es jedes Mal. Unten in deiner Arena. In deinem Arsenal, sorry. Und dann auf was du halt upgraden willst und dann auf Ausrüsten. Nee, Quatsch. Verbesserung. Ach du Scheiße, habe ich da viele Karten. Beschädigt hier. Loot oder was? Nee. Unten in deinem Arsenal.
Plus 40 gesondert drin. In meinem Arsenal. Austauschen. Da ist nichts drin. Bildkapazität. Fähigkeitsstärke. Hier, Verbesserung. Ja, genau, so rum war's. Ja. Strahlungswiderstand. Maximale Energie. Was haben wir da noch? Fähigkeitsstärke. Habe ich 100%. Kann ich das jetzt... Ah ja, okay. Aber ich nehme maximale Energie mit rein. Weil Energie brauche ich nämlich. So, meine Gesundheit ist jetzt auf 200. Okay, gut. Ja. Hm? Gleichgewicht. Irgendwie ein bisschen. Du kannst doch auch... Ah ja, okay. Aber CT, du kannst nur 8 Karten reintun oder sowas. Okay, egal. Bogen. Mal da. Schaden. Und Nachladetempo. Hab ich das jetzt gemacht? Ja. Ah ja, es gibt auch Karten, wo speziell mehr Schaden auf verschiedene Gegner machen. Also ja. Wie hier, die machen 2,5% mehr Schaden gegen Korpus. Okay, was haben wir da bei der Pistole? Das noch mit reingehauen. Weißt du, was ich mich gerade frage? Bringt mir das überhaupt was, wenn ich dann jetzt so für meine Pistole die Karte Flammenladung habe? Bringt mir eigentlich dann plus 10% Hitze was für eine Pistole? Weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste. Keine Ahnung, also ich weiß es. Flammenladung beschädigt 10% Hitze. Beschädigt 10% Elektrizität. Okay, Nahkampfschaden ist immer gut. Kritische Chance. Reichweite. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Oder? Ja. Das ist gut. Du hast oben an deinen Karten klein stehende Zahl. Bei mir ist es jetzt 5 und so. Und du hast... Kapazität, ne? Ja, genau, Kapazität. Mhm. Und wenn du eine 5er-Karte reinziehst, ziehst du 5 Kapazität ab. Ja. Also kannst du nur noch eine 2er-Karte reinziehen. Ah, jetzt verstehe ich das. Mhm, genau. So funktioniert das. Okay, gut. Und du kannst auch hier, wenn du hier rausgehst aus deinem Dings, aus deinem Arsenal und gehst dann rechts an diesen komischen Automat daran, kannst du deine Karten verkaufen. Ja, wenn ich mal wieder laufen könnte. Hallo? Jetzt. Rechts. Der hier. Mods, oder? Ah ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja, okay. Ja, obwohl da ich muss ich. Obwohl ich jetzt mich mal nicht weiß. Ich glaube, mit diesen Mods, da muss ich. Wäre cool, wenn das irgendwie. Alle sortieren nach. Weiß. Aber kann man, dass man das irgendwie sortieren kann, was ausgerüstet ist und was nicht, geht nicht, oder was? Ich weiß nicht, ob die jetzt, warte mal, ich guck mal ganz, achso, nee, warte mal, ich hab doch so eine Karte, so eine besondere Karte. Die guck ich jetzt einfach mal, doch, guck, die ist hier nämlich Eiserner Phönix, ist nämlich da. Siehst du, jetzt weiß ich nämlich nicht, was ausgerüstet ist. Ach, das, ja, genau, das ist genau, ja kacke das, gemacht. Das frage ich mich auch gerade, ob die da jetzt alle Karten innen sind, weil das ist ja blöd, wenn ich da jetzt eine verkaufe, aber genau die ausgerüstet habe, weil dann ist ja meine Karte weg. Das will ich ja nicht. Warte mal, hier, hier unten haben wir einen Filter. Spielmodus. Nein, das packt mir auch. Boah, da bringt mir auch nichts. Aber irgendwie. Der Hornissenstich zum Beispiel ist hier gar nicht dabei. Mir kommt es vor, als ich da drin mehr Karten hätte. Ne, die stecken ja irgendwie, ne? Komisch. Komisch, ja. Verstehe ich jetzt nicht. Fähigkeiten. Schock und dann. Du kannst da hier auch fusionieren, die Karten. Das bringt mir was? Ja, du kannst die Karten verbinden und dann werden die stärker. Wähle einen Mod zum Fuß. Oh Gott, oh Gott. Da muss ich mich mal auseinandersetzen.
So, was waren die anderen? Also das war das Ding und hier haben wir das haben wir noch nicht frei. Das kommt noch, okay. Was so habe ich jetzt mittlerweile. Nee, habe ich immer noch nicht. Ich muss mal vielleicht so ein bisschen abseits des Let's Play schauen, wo man diese Nanosporen und diese Legierungsplatten herbekommt. Ich möchte unbedingt diese die andere Waffe da herstellen. Also du hast, ja. So, was haben wir denn da noch? Startzeit. Das sind einfach noch Duplikate und so ein Zeug. Ich würde jetzt gerne mal, was probiere ich denn jetzt mal? Ich probiere jetzt mal was aus. Wenn ich den jetzt hier, ich gehe noch mal ganz kurz zu meinen Mods. Und ich guck mal kurz hier ein sinnloses. Noch mal hier. Ach du Scheiße. So teuer. Mach ich mal hier Umlenkung. Ne, jetzt habe ich ja schon drin. Vitalität habe ich auch schon drin. Diebesgespür. Mach ich mal das Diebesgespür. Das setze ich mal jetzt ein. So. Jetzt tue ich mal die Diebesgespür verkaufen, zum Beispiel. Zum Begleiter, ne? Ist ja auch geil, aber die kosten ja 100.000 Blaupausen. Kombiniere 4 Mods ohne Rang mit der Chance auf einen seltenen Mod. Achso. Kombiniere Karten, um die Leistung eurer Mod zu ändern. Jetzt habe ich vergessen, was ich rein habe. Hab ich Und ich will eine andere Nahkampfwaffe haben. Da schaue ich jetzt mal nebenbei noch so ein bisschen. Boah, das geht mir gerade aber Sack. Ich habe es schon vergessen. Ich habe jetzt hier Verbesserung. Da habe ich reingesetzt. Diebesgespür, genau. Oh, cool. Diebesgespür. Onkel? Ja. Weißt du was, ich glaube, ich habe hier zum Beispiel gerade im Shop die duale Hitzeschwerter. Karten mit dem Hitze ist zum Beispiel dann, denke ich mal, für diese duale Hitzeschwerter gedacht. Also du bekommst sämtliche Karten, was aber auf mehrere Waffen, wo du auf mehrere Waffen anwenden kannst. Ja. Ich habe hier Diebesgespür und dann steht, wenn ich das mache, steht dort, ist derzeit installiert. Also du erkennst daran, dann sagt es halt zu dir. Das meckert dann. Okay. Ich schaue gerade nach einer neuen Nahkampfwaffe. Ich will dann nämlich gern was Neues haben. Aber ich weiß nicht was. Also ich glaube, das wären diese Dualete. Ach, hiervon habe ich 5. Och, cool aus. Dann sind meine ganzen halben, mehr oder die Hälfte von meinem, mehr als die Hälfte von meinen Blaupausen wieder weg. Will ich das? Ja, will ich. Aber ich will mir jetzt auf Krampf da auch nicht einfach was kaufen. Boah, ich verlasse das mal lieber. Ja, auf jeden Fall, es wird wieder farblich so angeordnet sein wie bei normalen MMOGAs. Ich kaufe mir die jetzt. Achso, nee, da brauche ich wieder was. Polymerbündel. Okay, dann kaufe ich mir die erst, wenn ich diese Polymerbündel habe. Okay, gut. Onkel, wir sind bei 23 Minuten. Möchtest du noch was sagen? Wenn ich glaube, ich könnten wir die Aufnahme mal beenden. Könnten wir das? Oder möchtest du noch was machen? Fragen wir so. Moment, ich mach nur noch das schnell hier rein. Ich mach nur noch das schnell hier rein. Jo, so. Okidoki, wir können eigentlich die Aufnahme. Den Part. Okay, gut. Jo, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Let's Play Warframe. Der Onkel ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein. Tschüss. Tschüss.